und wir dieses mit unserem Partner der Petco AG gemeinsam durchführen. Es geht heute um die agile Vorgehensweise im Hardware-Bereich und wir möchten dafür folgende Fragen heute angehen. Woher kommt agil eigentlich? Wo trifft man agil? Was hat das mit der Skalierung auf sich und was braucht es, um skalierte Agilität im regulierten Umfeld, wie zum Beispiel Compliance zu ASPICE, umzusetzen? Unsere heutigen Experten dazu sind Herr Peter Petros, CEO und Gründer der Petco AG, sowie Herr Dirk Meissner von der Co-Improve GmbH und Co. KG. Wenn Sie zwischendurch Fragen haben, bitte ich Sie, diese in die dafür vorgesehene Chatbox einzustellen und wir werden diese dann im Anschluss beantworten. Und nun wünsche ich Ihnen allen ein informatives und agiles Webinar. Ja, Katrin, vielen Dank. Ich darf anfangen. Nochmal mein Name, Dirk Meissner. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Co-Improve und wir, ja, jetzt habe ich wieder ein Problem mit der Steuerung. Ja, super. Wir beraten seit 22 Jahren Unternehmen im Bereich der Leistungssteigerung der interdisziplinären Produktentstehung und wir beraten ausschließlich Unternehmen der Fertigungsindustrie, das heißt Unternehmen, die ja komplexere mechatronische physische Produkte entwickeln. 2014 haben wir uns jetzt auf das Thema agile Produktentwicklung für physische Produkte und die agile Transformation für Unternehmen der klassischen Fertigungsindustrie spezialisiert. Ich klicke mein Bild jetzt auch mal weg. Guten Tag, mein Name ist Peter Petros. Ich grüße Sie aus Zürich und unsere Firma Petco ist, wir helfen Organisationen beim Aufbau, der Auswahl, dem Betrieb und der Weiterentwicklung von schlanken und effektiven Prozessen, dies unter Einhaltung der definierten Produkt- und Prozesse ziehen. Dazu haben wir drei Standbeine mit den Managed Process Services. Auf der linken Seite bieten wir Dienstleistungen rund um die Erstellung, Auswahl, Bewertung von Prozessen sowie auch Prozessmanagement als einen eigenständigen Service. Auf der rechten Seite bieten wir Schulungen und Workshops zu Lean Sustainable Praktiken an, wie zum Beispiel Compliance und Prozessmanagement, also eben einige Safe Trainings, vor allem in der Schweiz, und global Trainings zu spezifischen Aspekten von Applied Safe. Applied Safe im Mittelpunkt, das ist unser Produkt, das ist eine Implementierung von Safe als ein Prozessmodell, so wie es auch in regulatorischen Umgebungen, wie zum Beispiel der Automobilbranche, zwingend gebraucht wird. Ein bisschen zum Kontext, warum sprechen wir überhaupt mit Agilität und in regulatorischen Umgebungen? Und wenn wir hier auf der rechten Seite, ich schalte jetzt meine Kamera auch ab, um die Bandbreite zu sparen. Und wieso wir hier auf der rechten Seite sehen wir gewisse Firmen, die Tesla, Airbnb, Apple und so, und die sind alle in den letzten 10, 12 Jahren entstanden und haben sich sehr stark gewandelt. Wenn man zum Beispiel Apple ansieht, die sind im Jahr 2007 mit einem Telefon rausgekommen, mit dem iPhone, und haben seither den kompletten Markt umgekrempelt. Und solche Weltmarktführer wie Nokia von 2007 sind mittlerweile nicht mehr auf diesen Abbildungen zu finden. Und jetzt ist natürlich klar, dass mittlerweile ein viel höherer Marktdruck herrscht durch diese hohen Innovationslevels und diese hohen Effizienz, die erreicht wird. Und mittlerweile muss man die Produkt auch sehr, sehr schnell auf den Markt bringen. Man kann nicht mehr 3 bis 5 Jahre warten, sondern muss eigentlich in sehr schnellen Zyklen diese Produkte auf den Markt bringen. Jetzt kann man sagen, das gab es ja eigentlich schon immer, oder? Aber zusätzlich kommt jetzt noch die Industrie 4.0, das ganze Internet of Things, die Lean Startup und die agilen Methodologien mit ins Spiel. Und mittlerweile baut man ja nicht mehr einfache Webseiten, sondern das sind eigentlich Cyber-Physical Systems, also selbstfahrende Autos, Verteidigungssysteme, Flugzeuge. Und hier hat man eine unglaublich vergrößerte Komplexität und auch Abhängigkeiten von solchen Systemen untereinander. Jetzt, wenn man agil ansieht, das ist ja eigentlich ursprünglich mal gebaut worden für kleine Teams mit 8 bis 10 Mitarbeitern. Und das ist natürlich auch zu klein, um solche komplexe Systeme zu bauen. Und mittlerweile sind auch die regulatorischen Anforderungen
nicht wahnsinnig stark gestiegen, aber sie werden viel stärker kontrolliert. Also da haben wir früher die Erfahrung gemacht, da ging es vielfach noch um ein Gentleman's Agreement und man hatte dann im nächsten Jahr bewiesen, dass man das jetzt gemacht hat. Und da ist mittlerweile eigentlich schon ein ganz anderes Verhältnis zwischen den Kontrolleuren und den Firmen vorhanden. Jetzt kann man sagen, das betrifft mich nicht, wenn ich in einer agilen Welt lebe. Und da gab es eine Studie von Scott Embler, das ist der Erfinder von der Disziplin der Agile Delivery, im letzten Jahr. Und laut seiner Studie sind 68% von den über 400 Teams, die er befragt habe, hatten schon zu tun mit regulatorischen Anforderungen. Wenn man das jetzt alles zusammenfasst, ist es eigentlich klar, dass man eine Strategie und auch eine entsprechende Governance braucht, damit dies unter Kontrolle ist und auch tatsächlich so geschieht. Nun, agil, woher kommt das eigentlich? Und Dirk, du hast dazu etwas zu sagen. Ja, das mache ich gerne. Das ist ganz interessant, um da mehr Akzeptanz auch auf der Seite der Hardwareentwickler zu bekommen. Wenn ich zum ersten Mal mit Managern über agile Konzepte spreche, dann haben die ja schon sehr oft Erfahrungen mit Scrum in ihrer Softwareabteilung, Softwareentwicklung gesammelt. Und wegen der Formulierung im Scrum Guide, aber auch in den weiterführenden Publikationen und auch einfach wegen selbst auferlegter impliziter Annahmen glauben Sie, dass die agilen Konzepte nur in der Softwareentwicklung angewendet werden können. Tatsächlich geht die Entwicklung von Scrum zurück auf den Artikel im Harvard Business Review von Takuichi und Nonaka und das war schon im Jahre 1986. Und Sie haben besonders erfolgreiche japanische Unternehmen wie Honda, Canon und Fuji dabei auch komplexe Entwicklungen wie ein komplettes Fahrzeug untersucht und haben dabei sechs verschiedene Erfolgsfaktoren rausgearbeitet, zum Beispiel auch die instabilen Produktanforderungen, die selbstorganisierten Teams und auch das Thema Vertrauen und Fehlerkultur bzw. geringe Kontrolle. Und Sie nannten diesen Ansatz den Rugby-Approach oder auch Moving the Scrum, also dieses Gedränge beim Rugby Downfield. Und tatsächlich wurden diese Erkenntnisse dann erst später, deutlich später, von Jeff Sutherland und Ken Schwaber aufgegriffen und dann im Scrum Guide verarbeitet. Das Ganze geht aber eindeutig auf erfolgreiche Hardware-Entwicklungsprojekte zurück. Und es hilft immer ganz gut in der Argumentation mit Entwicklungsleitern auf der mechatronischen Seite, weil die ja nicht so gerne dann aus der Software einfach Methoden übernehmen wollen. So kann man ihnen sagen, das Ganze kommt eigentlich aus der Hardware. Schauen wir uns mal an, wofür sich jetzt agile Konzepte besonders eignen. Agile Arbeitsweisen sind ja in der heutigen VUCA-Welt sehr erfolgreich. Und die Stacy-Matrix, die hilft uns dabei, die Projekte oder Geschäftsbereiche zu identifizieren, die sich besonders gut für diesen empirischen Inspect and Adapt-Ansatz eignen. Das ist der komplexe Bereich, in dem es unsichere Kundenanforderungen und auch neue Technologien gibt. Und für die Entwicklung physischer Produkte folgt daraus, dass wir durch diesen Inspect and Adapt-Ansatz Komplexität reduzieren, dass wir uns in einem einfacheren Bereich befinden. Und das bedeutet, wenn man mit Piloten anfängt, dass man insbesondere mit Vorentwicklungsprojekten, Machbarkeitsstudien oder auch frühen Konzeptphasen in der Produktentstehung erstmal Erfolge erzielen kann. Und das sind die bevorzugten Kandidaten für erste agile Projekte. Das Scrum-Framework selbst, wie auch Kanban, benötigt eigentlich gar keine Anpassung für die Entwicklung physischer Produkte. Die agilen Werte und Prinzipien, die gelten ohnehin und wir implementieren genau die gleichen Rollen, Ereignisse und Artefakte, wie Sie es hier auf der Darstellung sehen. Und allenfalls auf der Ebene dann der konkreten Ausgestaltung einzelner Praktiken, also wie ich zum Beispiel mit Ereignissen oder Artefakten umgehe, wie zum Beispiel das Schreiben von User Stories. Da gibt es dann Anpassungen. Ich möchte trotzdem noch mal auf fünf Herausforderungen oder typische Anpassungen eingehen. Einer der wichtigsten Gründe, warum Manager denken, Scrum kann nur für Software angewendet werden, liegt darin, dass sie glauben, Scrum verlangt die Lieferung eines potenziell auslieferbaren Produktinkrements am Ende jeden Sprints, so wie man das in der Softwareentwicklung anstrebt. Und das ist natürlich für physische Produkte fast immer unmöglich.
Deshalb muss man dieses Prinzip abstrahieren und fordern, dass schon ein fertiges Produktinkrement geliefert wird. Wichtig ist aber, dass es dergestalt fertig ist, dass dazu ein wertvolles und richtungsweisendes Feedback der Stakeholder abgegeben werden kann. Zweiter Punkt, der uns immer wieder eine Herausforderung beschert, ist die Komplexität von F&E-Organisationen. Sie sind ja in der Fertigungsindustrie in der Regel mehrdimensionale, komplexe Matrizen und da gibt es viele sogenannte I-Shaped-Experten. Und die können wir nicht alle in den Scrum-Teams zuweisen und es würden auch Synergien verloren gehen. In der Praxis kann man sich damit behelfen, dass man auch wieder Matrix-Organisationen in einer agilen Arbeitsweise einsetzt und in diesen arbeiten dann produktorientierte Teams mit Scrum und Querschnittsabteilungen, zum Beispiel ein Prüffeld mit Kanban zusammen. Dritter Punkt, Simultaneous Engineering erfordert wirklich crossfunktionale Teams, da ist die Software etwas einfacher. In der Praxis müssen wir in Hardware-Projekten auch Projekteinkäufer, Fertigungsplaner und Qualitätsmanager den Scrum-Teams zuordnen. Vierter Punkt, Entwicklungsprojekte für physische Produkte, und darauf sind wir am Anfang schon eingegangen, sind in der Regel immer größer als ein Scrum-Team. Das ist allerdings kein Problem, denn es gibt verschiedene Skalierungsframeworks, wir werden später noch vertieft über SAFe sprechen oder auch Scrum at Scale und die können wir ganz genauso für physische Produkte anwenden oder adaptieren. Und der letzte Punkt, der nochmal die Brücke dann auch zum Thema Regulierung schafft, ist die falsche Annahme, dass regulatorische Anforderungen Wasserfallprozesse vorschreiben. Das stimmt einfach nicht und man kann auch die regulatorischen Anforderungen mit agilen Arbeitsweisen erfüllen. Das werden wir dann später von Peter sehen. Lassen Sie mich noch auf drei typische Missverständnisse eingehen, auf die wir immer wieder treffen. Also das erste ist, agil ist doch nur eine neue Projektmanagementmethode. Wenn ich also wieder mit Top-Managern zum ersten Mal über agile Konzepte spreche, dann sagen die, gehen Sie doch mal zu meiner Stabsabteilung für Prozesse oder des PMO. Das ist doch Projektmanagement. Da muss ich mich doch nicht damit beschäftigen. Und das ist natürlich falsch und damit werden wir agile Konzepte nicht umsetzen können, denn es geht ja vor allem um Werte, Mindset, Kultur und Prinzipien und dann kommen eigentlich erst das Framework und die Praktiken. Und wir werden nur erfolgreich sein, wenn es in einem Bottom-up-Ansatz gelingt, die Methodiken zu implementieren, aber gleichzeitig im Top-Down-Ansatz mit neuen agilen Führungsqualitäten implementiert wird. Und hier sind absolut die Manager gefragt und das müssen wir bei jeder Implementierung berücksichtigen. Missverständnis 2. Agil heißt Chaos und wir brauchen keine Prozesse mehr. Auch das ist Unsinn. Wir verwenden weiter die in unserer Produktentwicklung vorgeschriebenen Verfahrensanweisungen und Konstruktionsrichtlinien, Methoden, Werkzeuge. Müssen wir nochmal klicken. Mit denen wir arbeiten, also auf der untergeordneten Ebene. Die unterliegen natürlich dem KVP der Teamretrospektiven. Aber die Reihenfolge der Prozessschritte, die wir heute in unseren Produktentstehungsprozessen vorfinden und natürlich die komplette Arbeitsorganisation ist eine völlig andere. Drittes Missverständnis, auf das bin ich schon einmal eingegangen. Wir müssen am Ende des Sprints ein potenziell auslieferbares Produktinkrement liefern. Das ist eben in fast allen Fällen der Entwicklung physischer Produkte unmöglich, aber auch nicht erforderlich. Entscheidend ist, dass wir ein Produktinkrement tatsächlich im digitalen Sinne fertig haben, zu denen Stakeholder dann ein richtungsweisendes Feedback geben können. Das dürfen aber selbstverständlich 3D-Modelle, Simulationen, Rapid Prototypes sein. Solange wir im Sinne der Stacy-Matrix durch den Inspect and Adapt-Ansatz hier Klarheit zu den Kundenanforderungen und zur Machbarkeit der Technologie finden können. Dazu ein erstes Fallbeispiel.
was zu dem bisher Gesagten ganz gut passt. Ein größeres mittelständisches Unternehmen, das komplexere Pumpen entwickelt, und dort hat man Scrum und Kanban kombiniert eingeführt. Wir können auch mal sehen, über welchen Zeitstrahl sich das erstreckt. Es ging also los vor 2,5 Jahren mit einer Agile Awareness Session im Executive Board. Also ganz wichtig, Management abholen. Und dann hat man sich im ersten Schritt dazu entschieden, eine Produktfamilie nach Scrum zu entwickeln als Pilot. Dazu hat man ein interdisziplinäres Team aufgesetzt, ein Product Owner, ein Scrum Master, Hydraulik, Mechanik, Firmware, Elektronik, und hat sich zunächst dafür entschieden, mit 4-wöchigen Sprints zu arbeiten. In der Software ist man ja da deutlich mit kürzeren Zyklen unterwegs, oft in einer Woche, Hardware oft noch 4 Wochen Sprints. So, im zweiten Schritt, nachdem das erfolgreich war, hat man dann gleich den kompletten Entwicklungsbereich an einem Standort umgestellt. Es entstand die schon angesprochene Matrix-Organisation, 3 verschiedene produktorientierte Teams mit POs und Scrum-Mastern und 3 Querschnittsteams, die mit Kanban gearbeitet haben und die dann einzelne Arbeitspakete von den Scrum-Teams bearbeitet haben. Dazu gab es einen Agile-Coach, der das insgesamt begleitet hat, und für die Kanban-Teams zusammen einen Kanban- oder Scrum-Master. Und das Ganze wurde auch von einem Coach begleitet, denn hier wurden zum Teil Abteilungsleiter wieder zurückgenommen in eine Scrum-Master-Rolle, und jeder musste eigentlich mit seiner neuen Rolle zurechtkommen. Und da hat es sehr geholfen, auch auf der Verhaltensebene ein Coaching durchzuführen. Im dritten Schritt hat man nun die komplette Arbeitsweise auf alle Standorte des Unternehmens ausgerollt. Das lief dann bis März 2018. Und dann hat man mal eine Bilanz gezogen, geschaut, was sind die Vorteile, die wir wirklich erreichen. Und das ist ja das, was Manager typischerweise fragen. Und hier hat man eindeutig erkannt, wir wurden in der Entwicklung schneller und wir haben tatsächlich die Marktanforderungen besser erfüllt. Das kam vor allem auch durch ein sehr enges, gutes Zusammenspiel bei den Reviews mit dem Vertrieb zustande. Und es wurde erreicht durch hohe Transparenz, offenen Umgang mit Problemen und vor allem konsequente Reduzierung der technischen Schuld. Und nun hat man im vierten Schritt damit begonnen, agile Arbeitsweisen jetzt sogar horizontal auszuweiten auf andere Fachbereiche, aber auch vertikal und nicht nur auf der Projektebene, sondern auch zur Steuerung des Projektportfolios mit Kanban Board auszuweiten. Ja, danke Dirk. Und jetzt haben wir über Frameworks gesprochen. Da ist ja eine interessante Frage, welche Frameworks werden denn überhaupt benutzt? Und hier gibt es eine brandneue Studie von Version 1, die listet die am häufigsten verwendeten Frameworks in skalierter Agilität. Diese Studie selbst, die wird seit 12 Jahren jährlich durchgeführt, und für diese Studie wurden mehr als 3.500 Firmen weltweit angefragt. Es zeigt, dass etwa die Hälfte aller Vorhaben entweder mit Scaled Agile Framework, mit 29% die meistvertretene, oder mit 19% Scrum of Scrums gemacht wird. Im Vergleich zur letztjährigen Umfrage ist die Anzahl der intern erstellten Methoden zugunsten von Scrum und Safe gesunken. Die Disziplin der Agile Delivery, das DAD von Scott Ambler, und die Large Scale Scrum wie Less haben ihren Platz vergrößert. Und ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, dass sich die formelleren Methoden wirklich durchsetzen. Da eine Art von Scrum of Scrums auch auf der Programmebene von Safe mit enthalten ist, zeigen wir nachfolgend vor allem Beispiele, welche auf Erfahrungen mit Safe basieren. Und diese Erfahrungen basieren zumeist auf unserem Produkt mit Applied Safe. Und wenn man jetzt das Safe mal ansieht, die Nummer 1 für skalierte Agilität, da sieht man eigentlich, dass die Einstufung Wasserfallmethoden heutzutage einfach nicht mehr so gut geeignet sind, um die wie zuvor beschriebenen Herausforderungen zu meistern. Das braucht wirklich eine reaktionsschnellere Entwicklungsmethode,
Und agil ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Aber agil ist nicht auf die Bedürfnisse der größeren Unternehmen und der von ihnen geschaffenen Systeme zugeschnitten. Und hier kommt Safe ins Spiel. Und was wir hier sehen, ist die sogenannte Vollkonfiguration von Safe. Es verwendet die Kraft von Agile und agilen Methoden an, bringt sie aber auf die nächste Ebene, indem es die umfassenden Wissenspool des System Thinkings und der Lean Product Development nutzt. Safe baut auf den rechts dargestellten Grundsätzen und Kernwerten auf. Und wenn wir hier die Teamebene ansehen, beginnen wir mit der Darstellung eines agilen Teams. Und das ist hier die unterste Ebene. Wir sehen, dass agile Teams in einem Agile Release Train auf Programmebene zusammenarbeiten. Und das ist die sogenannte Alignierung. Die Teams, die in einem Zug arbeiten, diese planen gemeinsam in dem PI-Planning und sorgen dafür, dass ein nachhaltiges und wiederholbares Entwicklungstempo erreicht werden kann, eben dass man so einen Taktfahrplan erreicht und deshalb auch die Analogie eines Trains. Die Kanban-Boards auf den oberen Ebenen wie Large Solution und Portfolio bis hin zu den strategischen Ebenen führen bis hin zu den strategischen Themen eines Unternehmens. Da ein nachhaltiges Tempo nur erreicht werden kann, wenn wir keine technische Schuld schaffen, ist es klar, dass jedes Inkrement, das hier geschaffen wird mit den System-Demos, in der geforderten Qualität von Anfang an geliefert werden muss. Hier gibt es eine zweite Studie, Dirk. Ja, danke, Peter. Ja, wir haben in dieser Studie mit verschiedenen skalierten Ansätzen experimentiert. Da komme ich gleich drauf. Das Ganze handelt von einer kompletten Fahrzeugfamilienentwicklung. Wir durften hier also ein sehr komplexes Projekt aufsetzen und begleiten. Und das Ganze ging los, September 16 wieder. Wir sehen also, in 16 hat das Fahrt aufgenommen. Und da hat der CEO dieses Konzerns gesagt, ich will agil werden. Und man hatte sich auf die Fahnen geschrieben, jetzt eine komplett neue Elektrofahrzeugfamilie ins Leben zu rufen, und man empfand diese als am besten geeignet, um damit mal ein agiles Pilotprojekt, also sehr komplex, aber für das Unternehmen ist das ein Pilot, mal aufzusetzen, weil hier sowohl die Produktkomplexität mit 4 Fahrzeugen als auch die technischen Herausforderungen doch ganz enorm waren. Jetzt hat man sich mit einem crossfunktionalen Team und Beratern zusammengesetzt und mal überlegt, wie könnte denn das Zielbild für so einen skalierten Ansatz aussehen, und hat daraus einen ersten Ansatz, ein Zielbild entworfen, das man dann implementiert hat. Und wir sehen hier ein skaliertes Modell auf 4 Ebenen. Also jetzt im Verhältnis zu Safe gehen wir jetzt eigentlich erstmal nur bis zur Programmebene, die hat aber 4 Ebenen. Und da haben wir oben ein steuerndes Team mit einem PO und mit allen Fachbereichen, die mitarbeiten. Auf der zweiten Ebene haben wir die Technik, haben aber auch dann die übergreifenden Themen in den blauen Teams, wie die Produktionsplanung und so weiter, auch die Vertriebsthemen, gehen dann weiter runter in grün auf die Ebene der Gewerke und in rot auf die Ebene der Module. So, wir haben hier dann auch in der Umsetzung mit Safe in bestimmten Bereichen experimentiert, auch mit Less. Und letztendlich haben wir dann einen eigenen Ansatz gefunden. Die Sprintlänge 2 Wochen. Was auch sehr schön war, der Vorstand hat für das Team jetzt eine tolle Projektfläche zur Verfügung gestellt, ganz neu geschaffen, auf der man wunderbar die Reviews machen konnte, auch die ganzen Boards aufstellen konnte, Arbeitsbereiche hatte. Und die Scrum-Teams wurden jetzt in Wellen etabliert, also nicht komplett auf einmal, sondern man hat mit 4 Scrum-Teams auf den 4 Ebenen angefangen. Also das oberste, das zweite für die Technik, dann ein Gewerk, wie zum Beispiel Rohbau, und dann ein Modul, sodass wir da alles hatten und haben das dann in Wellen ausgerollt. Heute sind es 50 Teams, die agil arbeiten. Insgesamt werden es etwa 65 sein. 650 Menschen. Und mit allen beteiligten Personen in den Querschnittsbereichen sind es dann 2000. Sehr interessant und wichtig für den Erfolg war, dass jetzt die Entscheider, die unterhalb der CTO-Ebene agieren, tatsächlich alle 2 Wochen auf der Projektfläche erscheinen für die Reviews und für Gespräche. Und das war jetzt für viele Mitarbeiter was ganz Neues.
die dann auch mal zu sehen, direkt mit denen zu reden, ist ein Kulturwandel. So, was hat man da an Vorteilen erfahren? Vor allem die deutlich kürzeren Reaktionszeiten und auch wieder bessere Erfüllung der Marktanforderungen durch die Transparenz, durch eine bessere crossfunktionale Zusammenarbeit und vor allem durch schnellere Entscheidungen. Ob wir insgesamt schneller werden, also wir wollen 4 Monate einsparen in der Entwicklungszeit, wissen wir noch nicht. Soweit ist das Projekt noch nicht. Peter. Ja, danke. Jetzt ein bisschen wieder ein Ausflug zu skalierter Agilität in regulatorischen Umgebungen. Hier die meisten komplexen Umgebungen bei großen Vorgaben sind ja mit unterschiedlichen Kritikalitätsstufen konfrontiert. Das kann von Gesundheits- im MedTech-Bereich bis zu sicherheitskritisch gehen. Und solche Bereiche sind meist stark geregelt. Und es ist notwendig, formale Normen, Verordnungen und Richtlinien anzuhalten. Und hier gibt es eine Vielzahl von Vorschriften und Standards, wie wir links sehen. Wir sind jetzt bisher mit 27 verschiedenen Referenzmodellen konfrontiert worden. Aber wenn man die im Detail ansieht, haben die Gott sei Dank die meisten einige sehr starke gemeinsame Dinge. Die wollen nämlich einerseits sehen, dass man irgendwie die Qualität definiert hat, also dass man einen gemanagten Prozess hat und auch sicherstellen, dass das genützt wird, dass ein QMS, ein Qualitätsmanagementsystem etabliert hat, dass man sicher ist, dass man, wie das ausgeführt wird, dass man eine Transparenz in der Ausführung und in der kontinuierlichen Compliance hat und dass man auch die Effektivität hat, also dass man Prozesse und Lösungsvarianten verwalten kann und komplett die Verschwendung, also das Waste, reduziert und nur das gemacht wird, was in dem Vorhaben wirklich gebraucht wird. Also es geht auf alle Fälle nicht, dass man einen Unternehmensprozess definiert und der soll dann für alle gleich gelten. Wenn ein Projekt businesskritisch ist, dann muss das vielleicht alles machen, wenn es nur intern genutzt wird, dann eben genau gar nicht, oder? Das kann genau sein. Dann muss man noch die Traceability sicherstellen, dass man den Prozess Traceability zeigt, aber auch für die Produktcompliance, dass dies eingehalten wird und natürlich, wie man Verification und Validation macht. Das sind typischerweise diese Prinzipien, Standard Operating Procedures und Praktiken, die in den Firmen schon verwendet werden. Wir haben hier viele Konzepte, Diagramme und Beispiele, die ich nachfolgend zeige, die stammen alle aus unserer Erfahrung mit unserem Produkt Applied Safe. Wir sehen hier die Einsteigseite. Applied Safe erlaubt eigentlich, die Safe schnell und präzise zu implementieren. Es ist ein umfassendes Prozessmodell mit Rollen, Aktivitäten, Templates und Richtlinien und so weiter. Und auf jeder Ebene kann unabhängig voneinander instanziert werden. Also das Bild, das Dirk gezeigt hat, kann genau abgebildet werden. Und das kann natürlich auch erweitert werden mit firmeninternen Standard Operating Procedures und so weiter. Es enthält auch den kompletten Inhalt von Safe und jede neue Version von Safe wird natürlich auch hier wieder abgebildet. Zusätzlich haben wir noch Compliance-Mechanismen und Fähigkeiten eingebaut für regulatorische Umgebungen und die komplette kontinuierliche Verbesserung ist mit eingebaut. Jetzt habe ich als erstes Thema die Qualität erwähnt und da muss man ja einen gemanagten Prozess haben. Und da möchte ich ganz kurz sagen, was das irgendwie so braucht. Und für skalierte Agilität brauchen wir Prozesse, wie Dirk gesagt hat, auf allen Ebenen. Die sind ganz klar definiert wie früher und sie sind auch so definiert wie im Safe. Zusätzlich müssen wir einige Prozesse auf Unternehmensebene definieren, um sicherzustellen, dass wir einen etablierten Prozess haben. Das ist wie zum Beispiel die Process Definition Improvement Management, dass man das auch agil macht. Dann, dass man schaut, dass die Organisation eigentlich komplett lernen kann und auch wie die Prozesse ausgerollt werden und wie ein Process Training passiert. Ein Prozess, das sieht man hier oben da am Tor dargestellt, ist eine logische Folge von zusammenhängenden Aktivitäten, um eine Performance oder eine Transformation eines Arbeitsprodukts zu erzeugen. Also die Elemente sind also die Phasen, Rollen, Dokumente und Methoden. Und ein Prozess beschreibt, was zu tun ist mit Aktivitäten, wann, in welcher Phase, von wem, also welche Rollen beteiligt sind und wie. Das ist in Form von Empfehlungen oder Praktiken dran. Erwartet werden in einem Prozess üblicherweise die wesentlichen Aktivitäten, um die relevanten Arbeitsprodukte aus einem Happy Path herzustellen, und zwar dies ohne Fehlerbehandlung. Eine Aktivität selbst, wie die Analyze Epic, die wir hier selektiert haben, ist ein manueller oder halbautomatischer Arbeitsschritt
um eine Leistung oder eine Transformation eines Arbeitsprodukts anzulegen. Wir sehen hier, wir haben ein RACI, Responsible Role, Accountable Role, und hier wird nur beschrieben, was getan werden soll, aber nie wie. Das Wie wird ausgelegt in Praktiken. Im Gegensatz zu dem, was getan werden muss, welches nur in den Aktivitäten beschrieben ist. Eine Praxis, eine profunde Beschreibung, etwas, wer tut. Und das wird typischerweise von dem Ausführenden selbst ausgewählt. Also wenn Sie zum Beispiel in einer Bildergalerie sind und Sie sollen ein Bild waagrecht aufhängen, dann kann der das macht, entscheiden, wie die Wand aussieht und dann direkt entscheiden, dass es auf eine Glaswand klebt oder einen Dübel setzen muss, wenn er eine Stahlbetonwand vor sich hat. Wenn er einen Dübel setzen muss und er hat das noch nie getan, dann hat er auch ein entsprechendes Training da, und darum sind bei den Praktiken eigentlich auch die Trainings mit aufgeführt. Arbeitsprodukte können in Modellen und Paketen zusammengefasst werden. Wir sehen hier ein Beispiel von Epic Kanban, also ein Überblick über die Arbeitsprodukte und deren direkten Beziehungen zwischen denen. Also wir sehen hier ein Backlog, welcher mehrere Epics hält. Ein Epic hat immer ein Hypothesis Statement und ein Lean Business Case. Und Epics werden als Backlog-Item verstanden, welche auch Anforderungen entsprechen. Und jede Aktivität, die wir haben, die führt immer zur Erstellung oder zur Überarbeitung eines Arbeitsprodukts. Ein weiterer Punkt, den wir angesprochen haben, ist, dass man die Traceability, die Nachvollziehbarkeit sicherstellen muss, und zwar von Prozess- und Produktkonformität. Und ich möchte hier nur zwei Beispiele zeigen. Und viele Firmen sagen sich, wir müssen compliant sein mit ISO 62304, mit Automotive Spice oder so. Und vielfach machen sie sich einfach für ein Assessment und sagen sich, ja, wir nehmen das als unser Prozessmodell für die Firma und nennen die Prozessareas die Praktiken, die dort drin sind, im Prinzip 1:1. Und das ist natürlich sehr einfach und da kommt man sicher durch ein Assessment, ist aber leider nicht von Erfolg beschieden, weil das eigentlich nicht dem entspricht, was die Firma tatsächlich tun will. Was viel besser funktioniert, ist, dass man eigentlich sagt, hey, wir wollen agil arbeiten, und das sieht so aus wie im SAFe mit Epic Kanban, mit den eigenen Work Products und den eigenen Rollen. Und man nimmt jetzt die verschiedenen Referenzmodelle, die man unterstützen muss, und macht ein sogenanntes Referential Mapping. Und jetzt sagt man, ist das hier nicht mehr eine direkte Relation, sondern eine Übersetzung. Diese Generic Practice X.2 ist zum Beispiel in diesen beiden Aktivitäten abgebildet. Das kann man jetzt so länger und länger machen, soweit, bis man eigentlich das Gefühl hat, das ist jetzt gut genug, das ist ein referenzielles Mapping. Das ist natürlich härter für das Assessment und die Qualitätsabteilung, aber am Schluss ist es optimiert für den Gebrauch in einer Firma. Und so kann man eigentlich Prozess-Compliance nachweisen. Die meisten Auditoren interessiert es eigentlich nur herzlich wenig. Was hier richtig interessiert ist, dass man solche Prozesse hat, aber dass man sich auch daran gehalten hat. Und das sich daran halten kann man eigentlich am besten über die Work Products machen, dass man diese zählt, das Vorhandensein, das sind simple Metriken, und diese in ein Verhältnis bringt und diese dann ableitet, und solche abgeleiteten Metriken geben einen guten Indikator, ob man im Prozess lebt oder nicht. Natürlich muss man auch noch die Personen den entsprechenden Rollen zuweisen und schauen, dass sie für die zur Verfügung stehenden Praktiken auch entsprechend geschult sind. Hier ein Beispiel, wie das aussehen könnte für Automotive Spice. Wir haben hier das 1703 Stakeholder Requirement selektiert. Auf der rechten Seite ist, was alles in diesem Referenzmodell drinsteht. Und rechts unten ist, wie das eigentlich abgedeckt wird in diesem Prozess. Und so hat man eigentlich einen Indikator für, welche Work Products man jetzt zählen würde. Und man kann natürlich gegen das Referenzmodell arbeiten und so eigentlich sich die genügende Abdeckung wieder in dem Arbeiten. Wir haben ein paar Erfahrungen gemacht mit dem, oder? Und da möchte ich ein bisschen erzählen Ihnen. Und das Wichtigste ist an und für sich, dass die regulatorischen Anforderungen einen gemeinsamen Background haben. Und das ist eigentlich erstaunlich einfach, wie man so Agilität auf Referenzmodelle abbilden kann, sobald man eigentlich das Lean-agile Mindset verstanden hat. Und hier gibt es auch eigentlich die größte Falle, die wir sehen, dass vielfach ein Referenzmodell genommen wird, zum Beispiel sagt, wir haben hier im Referenzmodell eine Risikoliste erwähnt, also brauchen wir dieses Artefakt auch. Und dann wird es einfach gleich mit ins Prozessmodell einmodelliert. Und hier muss man wirklich aufsehen, sicherstellen, dass man nicht zu viel in dieses Modell hineintut.
Entsprechend braucht man diese ganzen Heuristiken, wie man einen Prozess modelliert. Man muss eigentlich sehen, dass man diese Referenzmodelle automatisch abdecken kann oder dass man eigentlich die Diskussionszeit und Interpretationsspiele vermeiden kann. Und wir haben auch gesehen, viele Referenzmodelle haben nicht nur Prozessanforderungen, wie zum Beispiel CMMI, sondern auch Produktanforderungen, zum Beispiel das FDA Chapter 11 Requirements. Und da muss man eigentlich eine Trennung machen zwischen Prozess- und Produktanforderungen. Compliance ist vielfach auch ein Verhandlungsspiel. Wenn ein Assessor kommt, der hat dann vielfach einen Rucksack bei sich und der hat halt eine Wasserfallerfahrung eventuell. Und da muss man sehr viel miteinander sprechen, wie das gemacht wird und darlegen können, dass das trotzdem funktioniert. Aber es gibt hier eigentlich auch schon sehr viel Überzeugungsarbeit, wurde schon geleistet. Die Compliance, die soll man nicht am Schluss machen oder sagen, das machen wir dann in der letzten Iteration von agilen Methoden. Da baut man sich eben diese technische Schuld auf, sondern dass man das eigentlich immer wieder als bei jeder Iteration macht. Und so baut man das eigentlich wie in einem normalen System-Demo mit ein. Glücklicherweise ist man da nicht alleine mit so einem solchen Mapping. Hier gibt es eigentlich schon sehr viel Studien und Dokumente dazu, zum Beispiel vom Software Engineering Institute, vom SCI in Pittsburgh. Und dann gibt es noch einen Guide to Scrum und CMMI vom CMMI Institut. Und auch für die medizintechnische Entwicklung gibt es dann Tier 45, wo eigentlich gesagt wird, wie man die agilen Praktiken in der Medizintechnik-Software verwenden kann. Was man auch noch unterscheiden muss, ist, was gemacht werden soll vom Wie, also wie diesen Praktiken, und dass man natürlich ein Qualitätsmanagement hat, das auch sehr einfach verwendbar und anwendbar ist. Oder? Es muss eigentlich diese ganze Transparenz, diese Instanzierung zur Verfügung stellen und eigentlich möglich machen, dass man nicht benötigte Schritte auch nicht im Prozess drin sieht für diese Vorhaben. Das ganze Change Management für die QMS muss eigentlich auch schneller gehen, weil das ganze Learning, eigentlich das Continuous Learning, auch stark verbessert ist. Und darum muss man eigentlich auch den Nutzern eigentlich zugestehen, dass sie die Prozessanpassungen kontrolliert selbst machen können. Und da gibt es auch Mechanismen dazu und unsere Erfahrung ist, die machen das eigentlich sehr, sehr gut und mit großer Verantwortung. Dann abhängig von den Attributen von der Lösung, die man entwickelt, haben wir gesehen, dass die verschiedenen Formen von Definition of Done sehr, sehr stark unterschiedlich sein können. Und vor allem haben sich die kommerziellen Frameworks wie SAFe oder andere eigentlich einen sehr guten Starting Point gezeigt. Die haben meistens die verschiedenen Haken, die man braucht, um eigentlich regulatorischen Anforderungen zu genügen. Und man muss eigentlich auch nicht mehr das Framework, das man selbst entwickelt hätte, sonst gegenüber den Assessoren verteidigen. Man kann sagen, hey, das ist der de facto Standard, wir haben das gemappt. Also ist man eigentlich auch schon viel feiner raus mit solchen Anforderungen. Ja, das war alles, was ich soweit sagen wollte. Und jetzt, Dirk, übergebe ich dir wieder das Hand. Ja, danke, Peter. Wir können dieses komplexe Thema in dem Webinar natürlich nur anreißen. Aber wenn Sie Lust haben, jetzt mehr Case Studies zu hören aus der Fertigungsindustrie von ganz komplexen Produkten wie Fahrzeugentwicklung bis hin auch zu kleineren Unternehmen, wenn Sie Lust haben, mit anderen Praktikern aus der Industrie zu sprechen oder in Workshops mal zu erfahren, wie denn skalierter Scrum-Ansatz funktioniert, oder auch zu Peters Thema mehr wissen wollen in einem separaten Workshop, dann kommen Sie doch am 24. und 25. September zur Agile at Hardware nach Frankfurt. Wir würden uns freuen, Sie da zu treffen. Katrin, hat es mittlerweile Fragen gegeben? Ist dir etwas aufgetaucht? Nein, Peter, es gab bisher keine Fragen. Ich gehe davon aus, ich sehe das ganz positiv, dass alles gut verstanden wurde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und auch bei Dirk für die Beantwortung der von uns vorgenommenen Fragen und auch euren Erfahrungen, die ihr hier mit uns geteilt habt. Und sofern die Teilnehmer im Nachgang noch Fragen haben oder Fragen aufkommen, können sie uns jederzeit kontaktieren. Unsere Kontaktdaten stehen in der Einladung zum Webinar. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen Teilnehmern und wünsche allen einen dynamischen Mittwoch.
Vielen Dank, Katrin. Ich bedanke mich auch für die Aufmerksamkeit. Sie finden das Slide Deck als PDF in den Unterlagen hier im Webinar und das Recording werden Sie automatisch auch bekommen. Das wird ungefähr morgen der Fall sein. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Dirk? Ja, ich schließe mich an. Freue mich, dass wir das heute gemeinsam machen konnten und ja, würde mich freuen, wenn wir die Themen miteinander nochmal vertiefen. Bis dann. Bis dann an der Edge in Hardware. Tschüss.